ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich. Ich bin's, eure Cilla. Ich habe für euch heute vorbereitet meine 5 Top-Accessoires, die mir persönlich am besten gefallen. Ich hoffe, sie gefallen euch auch. Also mein Platz Nummer 5 ist dieser große Shopper. Da passt jede Menge rein. Ich habe immer gerne viel dabei, weil ich viel unterwegs bin. Und deshalb kann ich auf diese Tasche nicht verzichten. Gerne kombiniere ich das auch mit Sneakers. Also auch mal gerne sportlich. Hier auf dem Bild mit einem weißen langen Blazer. Auf jeden Fall wertet das Ganze nochmal auf. Deswegen ist das mein Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 ist mein Klassiker, also meine Ray-Ban-Brille. Finde ich super geil. Kennt jeder, hat bestimmt jeder schon mal getragen. Super stylisch, auch noch in 30 Jahren aktuell, glaube ich. Auf dem Foto trage ich sie in einem Helikopter. Da bin ich Kunst geflogen und das hat ganz viel Spaß gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe aber noch eine andere und zwar eine, die so spiegelt. Spiegelbrillen. Voll geil, vor allem in der Sonne fetzt die richtig ab. Also damit könnt ihr nichts falsch machen. Platz Nummer 3 ist mein Goldkettchen. Ich liebe es. Man kann es kombinieren mit einem transparenten schwarzen Oberteil. Es wertet das Ganze nochmal auf und ist auf jeden Fall ein Blickfang. Vor allem so im Bereich des Dekolletés. Also wer möchte, Goldkettchen. Platz Nummer 2 ist mein Tüchlein. Ja, vor allem wenn man so ein bisschen schlichter angezogen ist, kann man das Tüchlein gut farbig tragen. Da trage ich es am Flughafen und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja, kann man auch mal so ein bisschen rumtanzen mit. Bisschen Bauchtanz. Platz Nummer 1 ist meine Snapback, ja. Auf die kann ich nicht verzichten. Mein Freund hat ganz, ganz viele und ich klaue die ihm immer, obwohl ich auch selber welche habe. Aber ich finde seine mal cooler. Auf jeden Fall ist das eine von Kayla. Die ziehe ich mir meistens immer so falsch rum an. Finde ich immer cooler. Gerne auch zu einem femininen Look. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen cooler, hipper, sportlicher. Gerne trage ich dazu auch Smoky Eyes oder passend zur Snapback. In dem Fall dunkelrot, dunkelrote Lippen. Super geil. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt auch ein ganz tolles Video von mir und Bonnie. Style Diaries. Also schaut mal rein. Thema ist Transparenz. Es würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Also abonniert uns. Bis dann. Ciao.